Ich habe Erfahrung mit Wahlen. Ich habe unfreie und freie Wahlen erlebt. Meine allererste Wahl war 1985. Ich bin 18 Jahre alt geworden und wollte schon gucken, mein Grundrecht auf Wahlen wahrzunehmen. Da wir an dem eigentlichen Wahltag nicht da waren, bin ich mit meinem heutigen Mann in das Rathaus gegangen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, vorher, 3, 4 Wochen vorher ungefähr, die Wahl vor Ort schon stattfinden zu lassen. Und wir sind in einen großen Sitzungssaal gekommen in diesem Rathaus und es waren Tische aufgebaut. Ich sehe das noch wie heute vor mir. Männer in Anzügen und Frauen schick angezogen saßen hinter diesen Tischen und hatten solche Berge voller Papier. Und wir erhielten unser Papier, unsere Wahlunterlagen und sollten die dann zusammenfalten und gleich in die daneben stehende Urne schmeißen. Wir haben uns dann angeguckt und haben nach der Wahlkabine gefragt, weil das stand auch im Wahlgesetz drin, dass eine Wahlkabine vorgehalten werden muss. Aber die gab es da nicht. Und wir haben darauf bestanden, dass wir eine Wahlkabine haben. Man baute uns dann mit Tischen etwas auf, wohinter wir gehen konnten und für uns diesen Wahlschein eigentlich ungültig machen konnten. Wir haben das dann auch getan und haben ihn dann zusammengefaltet und sind mit einem guten Gewissen aus diesem Rathaus wieder rausgegangen. Das Ergebnis stand ja schon fest, das war klar. Und ich habe in dieser Zeit von 85 bis 89 eine zweite Wahl erlebt. An diesem Wahltag sind wir gar nicht zur Wahl gegangen, ganz bewusst nicht wählen gegangen. Und es war so 10 Minuten vor 18 Uhr, bevor die Wahllokale schließen, da klingelte es an unserer Tür und da standen zwei Leute davor mit einer Wahlurne, einer kleinen, und einem Papier in der Hand und sie meinten, wir waren noch nicht wählen und sie kommen eben vorbei, damit wir das jetzt noch tun könnten. Und unsere Antwort ist gewesen, wenn wir hätten wählen wollen, wären wir auch gekommen. Und jetzt gehen Sie bitte. Weil das Ergebnis stand ja schon fest. Wir lachen manchmal heute drüber. Das war wie, ja, bei der Ernteeinfahrung hat man auch 120% Ernte gehabt, obwohl es gar nicht stimmte. Und 99,999% Wahlbeteiligung ist doch einfach nur gelogen. Und dann passierte etwas. Die Grenzen waren auf, die Mauer war gefallen und wir konnten wirklich frei wählen. Und das war mir so wichtig, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, dann ein Wahllokal sogar zu übernehmen, welches ich dann auch geleitet habe. Und man konnte wählen, wählen zwischen vielen Parteien und das war so ein wichtiges Muss. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Grundrecht. Wir haben es uns eingefordert, wir haben es im Zuge der Wende uns eingefordert und wir sollten wählen gehen. Weil nur wenn man wählen geht, kann man auch die Gesellschaft verändern, dann kann man etwas dazu beitragen und das ist so wahnsinnig wichtig.